Was geht ab, meine Freunde? Whitey wieder am Start und wir sind heute mal wieder unterwegs in Arabs. Das Video würde ich jetzt gerne dazu nutzen, um ein bisschen was dazu zu sagen, was ich jetzt im Moment von Arabs halte. Grundsätzlich, ich habe ja schon einige Videos zu Arabs gebracht und ich habe ja auch schon erzählt, dass ich es eigentlich ein ziemlich cooles Spiel finde, vor allen Dingen als Alternative zu Tabs, aber es hat einige kleine oder auch eben größere Probleme. Passt auf. Also, es ist jetzt hier der neue Drache rausgekommen. Mega cool. Coole Animation und sonstiges. Richtig funny. Sieht ein bisschen aus wie Smaug von der Hobbit. Und ich finde es auch richtig cool. Ich wollte euch den jetzt hier in dem Video auch mal dementsprechend zeigen. Weil man ja auch ein bisschen zumindest mal wertschätzen sollte, was halt die ganzen Developer einfach für einen machen. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich finde gerade im Moment, dass Arabs nicht wirklich daran ein Problem hat, Content rauszubringen, sondern dass es ein paar andere Probleme hat. Und zwar finde ich, dass zum Teil einfach es so ist, dass es erschwert ist, irgendwelche Sachen zu bauen. Ich finde, dass es vom Menü-Handling und sonstigem einfach nicht so cool ist wie Tabs. Und dementsprechend, ja, ich weiß, das ist halt immer Meckern auf hohem Niveau. Man könnte halt einfach schauen, dass man etwas weniger Content gerade im Moment mal rausbringt, einfach mal den Drachen nicht rausbringen, aber dafür halt einfach das Menü vielleicht mal verändern oder verbessern. Ich weiß nicht. Ist natürlich auch immer noch eine Early Access, ne? Also das muss man natürlich dann auch im Kopf behalten. Und grundsätzlich machen die halt auch schon vieles cool. Ja, aber es wäre so ein Anstoß, den ich einfach mal bringen würde, weil ich finde es natürlich auch cool, wenn neuer Content kommt, den kann ich dann euch eben einfach auch zeigen. Aber weil das teilweise so ein bisschen erschwert ist, neue Sachen zu bauen oder neue Sachen zu machen, bin ich halt auch manchmal einfach ein bisschen nicht so wie bei Tabs, dass ich das einfach raushaue und einfach Sachen machen kann, weil ich da Spaß dran habe, sondern hier ist es einfach so, ja, da läuft halt einfach manchmal irgendwie was schwierig, dann ist es so, dass ich eigentlich den Jurassic Park aufbauen wollte, aber dann halt einfach da durch das Baumenü einfach große Probleme habe, das einfach umzusetzen. Ja, und dann ist es halt einfach so, dass ich das ein bisschen schleifen lasse, weil ich da einfach dann weniger Spaß dran habe, so, ne? Aber hier zum Beispiel, das hier finde ich wieder richtig cool. Ist übrigens eine Map, die ich runtergeladen habe im Workshop. Könnt ihr euch auch runterladen. Ist eine richtig, richtig coole Map. Ist ziemlich viel, was hier zerstört werden kann und sonstiges. Und ich finde es einfach mega nice. Ich finde natürlich grundsätzlich cool, wenn die Community in einem Spiel halt aktiv ist, dann macht es halt nochmal mehr Spaß. Aber ich kann halt einfach verstehen, wenn hier einige von den Leuten, die eben einfach die ganzen Mods machen, keine Lust haben, weil es halt einfach wirklich erschwert ist. Leider, leider. Weil grundsätzlich finde ich einfach, Arabs ist ein richtig, richtig geiles Spiel und da muss halt einfach nur ein bisschen was noch verbessert werden. So, jetzt haben hier die Gegner nochmal einen weiteren Kampf. Die müssen hier gegeneinander kämpfen und den Drachen halt besiegen. Das liegt aber daran, dass ich jetzt aus Versehen auf Platz 1 gemacht habe, auf Team Nummer 1, aber die Ritter haben halt keine Chance dagegen. Der Drache ist halt richtig krass, muss man einfach mal sagen. Ich muss, Moment, beende mal eben das Battle. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Animation sowas natürlich einfach irrsinnig Hammer ist. Irrsinnig Hammer. Ne? Also der Drache ist einfach krass gemacht. Das ist einfach grundsätzlich, sind die Sachen, die machen, sind natürlich auch super cool. So, ich mach mal noch drei Wyvern und einen Drachen. Und lass die gegen, sagen wir mal, gegen moderne Humans kämpfen lassen. Ja, ich mach mal 1-2 Rocket-Leute. 1-2 und ich mache, ja komm, ich mach doch wirklich, ah, nein. So, ich mach 10. 4 sind weg, 10 Stück. Und, Suicide 9, Crossbow 9, Commando Joe. Die hau ich hier oben hin. Ich bin mal gespannt, ob die ein bisschen mehr reißen können, als eben dann dementsprechend die ganzen Ancient Humans, also hier die Knights oder sowas. Aber es ist einfach geil, wenn der Drache hier hochfliegt und alles kaputt macht. Das ist einfach nur nice. Die Animation, gegen die Animation habe ich absolut nichts. Absolut nichts. Die Animationen von dem Game sind einfach der Oberhammer. Und die Wyvern sind relativ schnell down, ne? Also die Frage, wie viel hält der Drache hier gegen die
Menschen. Alter, das ist so krass. Das ist so krass. Nee, der Drache, der gewinnt das trotzdem. Alter, die Animation von dem Drachen ist einfach so nice. Ich hau mich weg. Ich liebe das Game, aber ich hab manchmal einfach keine Lust, Content dazu rauszubringen. Das ist so schade. Ich finde es so schade. Ich weiß nicht, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ja. Ich kann da halt nicht viel zu sagen. Also, wie gesagt, ich finde es immer ein bisschen schwierig, Content rauszubringen, wenn man eben einfach, wenn man eben einfach merkt, dass es ein bisschen schwierig ist, irgendwelche Sachen durchzuführen überhaupt. Wir machen jetzt einfach hier mal ein paar verschiedene Einheiten rein. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der Drache dann doch noch relativ OP ist. Hier oben natürlich dann immer die Bogenschützen drauf. Die Bogenschützen haut der immer richtig schnell weg. Ich finde den so geil. Ich finde den Drachen einfach so irrsinnig geil. Cooler Drache, schlechte Menüs. vielleicht wird das so heißen. Weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich das Video so nennen. Hier werden einige einfach runterfallen, oder? Ja. Alter, der haut die halt einfach so hart weg. Instant. Na, mal gucken. Greifen die jetzt die Wyvern an oder greifen die jetzt den Drachen gerade an? Ne, die Wyvern, ne? Der Drache hat es noch nicht geschafft. Alter, guckt euch das an. Ich meine, der ist natürlich ein Megabiest, ne? Muss man jetzt einfach mal sagen. Der Drache ist einfach ein Megabiest. Der fliegt jetzt einfach unten drunter durch, schießt ab und zu mal seine Flammen hoch und fistet einfach alle gegen die Wand. Bis jetzt sind nicht mal die Wyverns tot, ne? Ah, jetzt sind sie tot. Eine lebt noch. Der Drache muss gar nicht viel machen. Also ja doch, hat er schon. Der hat schon ein bisschen was gemacht, aber... Ja, was soll man sagen? Der hat halt die Nahkampfattacke und der hat die Fernkampfattacke mit der Flamme. Alter, der hat den einfach im Flug noch weggehauen. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Einfach nice. Ja, wie gesagt, ich finde die ganzen Charaktere und sowas immer richtig geil. Die ganzen Einheiten, die Animationen sind richtig geil. Und das, was mich halt wirklich stört, ist alles drumherum. Das Bauen ist halt erschwert. Die Mods in das Spiel reinzubringen, ist manchmal einfach komplett schwierig. Ja, wie gesagt, schreibt mal eure Kommentare oder eure Meinung in die Kommentare. Und ja, ich werde wahrscheinlich die nächste Zeit erstmal weniger Arabs rausbringen. Ich werde immer noch mein Auge drauf halten. Aber ja, falls ihr irgendwie eine Idee habt, wie man das vielleicht verbessern könnte oder sonst was, schreibt es auch mal in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.